Heute schauen wir uns eine Like a Boss Compilation an, wo Leute Sachen gemacht haben, die einfach Boss sind, okay? Die machen einfach Sachen, wo du denkst, okay, das war schon ziemlich cool. Das sah ziemlich Boss aus auf jeden Fall. Und diese Sachen werden wir uns anschauen. Wir werden sie beneiden dafür, dass sie das können. Ah ja, und falls du dich unten kostenlos abonnierst, dann wirst du niemals etwas machen, was wie ein Boss ist. Leute, ich denke mir das nicht aus. Okay, also die erste Person spuckt... Ah, ich kenne das, Leute, wenn man drauf spuckt und dann... Oh! Oh mein Gott! Das war mega episch. Der hat einfach seinen Spuckefallen runterfallen lassen. Er hat eine ziemlich dickflüssige Spucke auf jeden Fall, Leute. Und dann hat er die Spucke hochgezogen und dann hat er noch was mitgenommen. Alter, das war so der Wahnsinn. Das war das Bossmäßigste, was ich bis jetzt jemals gesehen habe in meinem Leben. Okay, Fußball. Warte mal, was passiert? Oh mein Gott. Wozu braucht man einen Torwart, Leute? Der Typ ist nicht nur Stürmer, sondern gleichzeitig Torwart. Eishockey? Okay, da gibt es viele Schläge rein, das weiß ich. Oh, oder sowas. Der war nicht der Boss, Leute. Der hat wortwörtlich einfach die Glasscheibe zerstört. Ich weiß nicht, ob er so stark war oder ob die Glasscheibe so schwach war. Eins von beiden auf jeden Fall. Okay, Basketball. Wieso mal Sportarten? Hier nochmal ein Zeitloop auf jeden Fall. Alter, also ich weiß nicht, ob das... Ich meine, ich könnte es nicht, aber das Ding ist, ich glaube nicht, dass es so ein Mega-Boss war. Ich habe schon bossartige Sachen gesehen, wenn ihr versteht. Was macht der? Ist das in Asien? Ich glaube ja. Da ist eine Oma, die sitzt da. Was macht er da? Okay, er sprintet. Das habe ich nicht erwartet. Ich habe alles erwartet, nur nicht das. Oh mein Gott, Leute. Ein Streichholz, okay. Was hat er vor? Will er es anzünden, indem er irgendwas dagegen wirft? Oh mein Gott. Nein. Oh mein Gott. Er kann selbst nicht fassen, Leute. Wieder Basketball. Immer Sportarten. Okay, Sport. Ja, das macht aber Sinn auf jeden Fall. Das war cool. Das war ziemlich cool. Auch wenn ich nicht der größte Fan von Basketball bin, also. Ich meine, ich weiß, dass es schwer ist, einen Wurf zu treffen, okay? Ich verstehe das schon. Vor allem aus der weiten Distanz, aber... Das interessiert mich irgendwie einfach so gar nicht. Schon wieder für Sport. Das war crazy. Ja, das war schon cool. Hier nochmal Zeitlupe, Leute. Okay. Ich weiß wirklich nicht, was er gemacht hat, aber er hat einmal um die Welt 10 Millionen Mal gemacht, habe ich das Gefühl gehabt. Okay, da sehen wir eine Person, die läuft. Die sprintet um ihr Leben. Interessant. Kann man natürlich machen, Leute. Kann man natürlich machen. Was macht sie? Was passiert? Oh. Ach so. Er musste quasi üben, in der letzten Sekunde durchzukommen. Ja, sowas muss man können auf jeden Fall, wenn man ein Soldat ist. Eine Flasche, ein Fuß. Ich mag Füße und ich mag Flaschen. Alter. Das hat er dann mit seinem Fuß gemacht, Leute. Das sah aus wie ein Flaschen-Beyblade. Kennt noch jemand Beyblade oder bin ich der Einzige? Okay. Wow, das sieht krass aus. Er hat es. Ich bin verstört. Wie nimmt man das auf? Das sieht aus wie ein Videospiel, Leute. Das sieht aus wie Sonic in Real Life. Jetzt ohne Scheiß. Ich habe das Wort, würde ich. Ich weiß nicht, wie er das aufgenommen hat, so gar nicht. Ich glaube eher, das war eine Drohne oder so und die Hände waren mit dem Greenscreen gemacht. Dart, okay. Bam. Ja, kann man natürlich machen, Leute. Wieder Basketball. Okay, das war schon irgendwie witzig. Beim Basketball darf man ja, glaube ich, nicht den Ball aus der Hand schlagen. Und ich meine, wenn er dann doch nicht wirft, dann ist der Schneier, dann sieht es einfach beschissen aus, der Sprung. Okay, so er will den Ball retten und dann springt er einfach ins Publikum. Okay, was macht der? Ah ja, das ist sogar eine Challenge, Leute. Ja, das ist crazy. Absolut crazy, Leute. Oh. Interessiert mich auch nicht, diese Sportart, so gar nicht, Leute. Auch wenn es mir schon Spaß machen muss. Aber wo ist der Boss-Moment? Vielleicht, weil da kein Schnee war? War das der Boss-Moment? Ich glaube, ja. Okay. Alter, die kombinieren Sportarten. Warte mal. Oh mein Gott, jetzt verstehe ich. Jetzt verstehe ich, Leute. Da hinten war der Korb. Ganz weit hinten. Alter. Kinder, die machen Karate. Okay. Das Mädchen hat den Jungen komplett auseinandergenommen. Er hat keinen Plan, was abgeht mehr in seinem Leben. Ich glaube, er hat mit Karate danach aufgehört, munkelt man. Okay. Alter, das ist tatsächlich schwer. Das ist richtig schwer, Leute.
Ich sag, wenn man Parkour macht, muss man sowas können, aber das war eine extreme Höhe. Das ist quasi, man läuft mega schnell, nutzt den Schwung, springt von der Wand ab. Bei der Wand war es ein bisschen einfacher, weil da so Steine waren, man konnte leicht abspringen. Aber das war schon ziemlich cool auf jeden Fall. Ich meine, das war echt hoch. Schon wieder, was ist da? Oh mein Gott. Warte mal. Das sah irgendwie gestaged aus, Leute. Ich weiß auch nicht, es war zu gut, um wahr zu sein. Schon wieder so einer. Okay. Ah, ja, ja. Ich glaube, der ist Boxer. Ja, ja. Ist cool, cool. Okay. Ja. Sehr cool auf jeden Fall. Deine Schattenboxen-Skills. Wirklich sehr cool. Ich meine, das sah nicht so schwer aus, aber ich glaube, es war schwerer, als es aussah. Okay. Ein Spagat. Ich schau da nicht hin, Leute. Meine Freundin ist neben mir. Ich habe da nicht hingeschaut. Lustig? Nee, kleiner Spaß. Okay. Ja, das muss auch mega Spaß machen. Alter, der hat... Ich check grad gar nichts. Der ist auf dem Wasser geslidet. Das war ein Boss, Leute. Jetzt versteht ihr, ich glaube, die Compilation, was es wirklich heißt, ein Boss zu sein. Ach du Kacke, muss das Spaß machen. Ach du Kacke, muss das Spaß machen. Das muss so einen Spaß machen. Das ist ja unnormal. Ich habe noch nie so viele Leute gleichzeitig falsch im Springen sehen. Sah aber ziemlich cool aus auf jeden Fall. Okay. Ja, muss ich sagen, respektiere ich auf jeden Fall. Ich meine, es muss nicht alle Sportarten sein. Ich meine, das war auch keine Sportart, aber das war trotzdem definitiv wie ein Boss geregelt, Leute. Ein Rennen zwischen zwei Autos. So, bei ihm beginnt das Rennen, bevor das Rennen eigentlich beginnt. Oh mein Gott, das war ziemlich knapp. Das war ziemlich bosshaft, weil ich meine, wenn das schief geht, dann kostet es wahrscheinlich dein Auto. Oh nein. Und... Oh, oh Gott. Warte mal. Dieser Clip war echt verstörend, Leute. Der Clip war echt verstörend. Okay. Er geht über der Ampel. Das ist ziemlich bosshaft, Leute. Immer wieder gern, Buddy. Und beim nächsten Mal vergiss nicht, das Teil zuzumachen, sonst kommt ein Sandkorn in dein Auge. Nehmen wir alles, es kann blind machen. Eine Karatefrau. Okay, cool. Alter, hör auf, mir ins Gesicht zu schlagen, okay? Alter, was war das für eine Frau? Die war echt gemein. Ich habe ihr nicht etwas getan. Schon wieder Sport. Cool, cool. Handball. Handball interessiert mich auch so null, Leute. So, es tut mir leid, wenn du Handball machst, aber ich interessiere mich einfach so null für Handball. Alter, die machen Trampolinspringen. Trampolinspringen mag ich mehr zum Beispiel als Handball. Weil da habe ich das Gefühl, ich habe mehr Spaß dran. Okay. Ja, gut. Ich meine, die fühlen sich sehr cool, aber ich habe schon coolere Trampolin-Tricks gesehen. Also bei weitem, okay? So, üb noch ein bisschen und dann mach einen neuen Clip, Bro. Okay. Das ist hardcore schwer. Bro, das ist hardcore schwer. Das ist so schwer zu machen. Ich meine, für ihn macht er das wahrscheinlich jeden Tag, aber ich würde mich einem sehr, sehr oft auf die Schnauze legen, bevor ich sowas könnte. Ah, die letzte... Oh mein Gott, sie wollte das letzte Klopapier nehmen, Leute. Das bin ich immer im Supermarkt, Leute, wenn das Klopapier alle ist. Schon wieder Basketball. Ich schlafe gleich ein. Könnt ihr mir bitte nicht Basketball zeigen? Ja, okay. Also das war in der letzten Sekunde, das war ziemlich cool. Ich weiß nicht, was ist, Leute, okay? Ich bin einfach nicht beeindruckt. Okay, was macht der? Das sieht irgendwie... Oh mein Gott. What? Alter. Das ist hardcore schwer. Ich weiß nicht, wie lange er geübt hat, Leute, aber das ist ziemlich schwer auf jeden Fall. Okay, macht er das mit seinem Arsch auf? Ah, nee, so. Hm, okay. Ich dachte, er macht es mit dem Hintern auf, Leute. Jetzt bin ich enttäuscht. Okay, was willst du mir zeigen? Was ist denn... Ah. Oh, oh mein Gott. 10 Tage hat er den Timer laufen lassen. Er hat den Timer 10 Tage lang laufen lassen. In der Hoffnung, dass er nach den 10 Tagen den Knopf drücken kann und es auf die Millisekunde genau auf 0 landet. Ich weiß nicht, ob ich das Risiko eingehen würde. Okay, was macht der? Der, ja. Okay. Habe ich das nicht schon mal gesehen, den Clip? Ich glaube, ja, Leute. Okay, das sieht ein bisschen komisch aus, tatsächlich. Aber ich glaube, ich habe ihn schon mal gesehen. Okay, was macht der? Ach, der wirft und ein anderer fängt ihn. Oh mein Gott, no. Stell dich mal vor, Leute. Fängt er ihn? Komm schon, Bro, komm schon, Bro. Das war crazy. Sehr gut, sehr gut. Ein episches Erlebnis für die, das glaube ich auf jeden Fall. Damit werden sie für ihr Leben lang angeben. Okay, was ist für ein Sport?
Ah, das ist, hier, wie nennt man das? Volleyball, genau. Ja, Volleyball macht auch mega Spaß, tatsächlich. Ich mag Volleyball mega. Ein Auto, was driften kann. Driften macht mega Spaß mit dem Auto, Leute, das ist unglaublich. Alter, ich glaube, der kommt immer so zu seinen Meetings. Dafür ist er bekannt, Leute, er heißt... Der Driftman. Ja, das... kein Kommentar, Leute, das sah auf jeden Fall einfach aus. Okay, der macht echt mehr davon, ne? Okay, ich weiß nicht, wie oft er sich auf die Schnauze gelegt hat. Alter, das war so cool. Das war mega episch, Leute. What the hell? Okay, das ist mega episch. Alter, ich wette mit euch, der Typ nimmt nie einen Bus, okay? Ein Bus wäre Zeitverschwendung für ihn. Nicht mal die Autobahn würde er nehmen, Leute. Die Autobahn ist viel zu langsam, okay? Oh, oh mein Gott, damit haben die nicht gerechnet, Leute. Er hat den Ball einfach so kurz geschlagen, dass die Gegner das nicht erwartet haben. Wieder Basketball. Okay. Ah, nee, das war nicht Basketball, das war Völkerball. Völkerball macht so mega Spaß. Okay, ich war immer einer davon, der die Bälle richtig gut fangen konnte. Und wenn man den Ball fängt, dann ist derjenige, der den Ball geworfen hat, ja raus. Also raus mit dem Loser und der Coole fängt den Ball. Okay, was macht der jetzt? Macht der coole Tricks? Ah ja, ich kenne das, wo man den anderen versucht auszutricksen. Okay, ja gut, da habe ich schon bessere Tricks gesehen in meinem Leben. Oh mein Gott. Das war echt bossmäßig, Leute. Sie hat mit ihrer Zunge ein... Wie heißt das nochmal? Sie hat mit ihrer Zunge einen Knoten gemacht, Leute. Ich meine, ich kann das mit meiner Zunge. Ich kann das mit meiner Zunge. Manche können ihre Zunge auch so drehen, aber ich kann... Anscheinend können das nicht alle, Leute. Ich dachte, ich habe kein Talent, Leute, aber doch. Doch, das ist mein Talent. Wow. Okay, ich glaube, das ist seine Warmmach-Routine, Leute, jeden Morgen. Okay. Ich muss sagen, respektiere ich definitiv. Ah, der Typ, den habe ich schon mal gesehen. Der dreht Burger auf einem Regenschirm. Das macht er einfach so, weil keine Ahnung. Hat keinen Grund, Leute. Er kauft sich einen Burger bei Mc's und dann dreht er ihn auf einem Regenschirm. Andere Leute würden ihn essen. Alter, der macht das ja echt lange. Andere Leute würden ihn essen und er dachte sich so, nee, ich esse meine Burger lieber nicht. Ich drehe sie lieber auf einem Regenschirm. Das ist wortwörtlich das Kreativste, was ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Okay. Okay, ja. Das... Ich glaube, sie hat auf jeden Fall gelernt, dass sie keine eigene Meinung hat. Was macht er? Er hat einen coolen Bart. Okay. Alter, ich lasse mir auch so ein Bart wachsen, Leute. Und dann vielleicht kann ich es auch, wer weiß. Basketball, okay, okay. Ja, das ist... No. Oh mein Gott. So, ich dachte entweder, er trifft nicht. Oder er trifft, aber ich dachte nicht, dass es in der Mitte sein wird. So eher... Was ist die Mischung aus trifft und trifft nicht? Triftigt. Er trifft, er hat getriftigt. Okay. Ah, der höchste Sprung der Welt, oder wie? Ey, diese Dinger, die... Ich hatte schon immer ein Problem mit denen. Die sehen so spaßig aus. Aber kennt ihr noch Toys R Us? Da habe ich mal mit so einem Ding, wollte ich das mal probieren, Leute. Und das war gar nicht meins. So, ich weiß nicht wieso, ich wollte es unbedingt probieren, weil es so einfach aussieht. Aber das ist gar nicht so einfach. Oh, das macht Spaß. Alter, sieht irgendwie voll elegant aus. Ja, das war bossmäßig. Ja, das ist, gut gemacht, auf jeden Fall, kann man sagen. So, das Ding bei ihm war, ihm war Fußball einfach zu langweilig, was ich meine. So, einfach zu langweilig. Er sagte sich so, Basketball finde ich auch ein bisschen zu langweilig. Ich kombiniere die beiden einfach. Tennis. Okay, Tennis. Oh, was? Warte mal. Alter. Okay. Das ist... what the frick? Also ich glaube, wenn die sowas machen, bevor das Match beginnt, dann haben die auch das Match gewonnen, oder nicht? Na gut, aber das war's für das Video. Vielen Dank fürs Schauen. Du weißt mittlerweile, was du tun musst, um ein Boss zu werden, richtig? Sehr gut. Also lass dann noch oben da abonnieren, kostenlos, und ich sehe dich im nächsten Mal wieder. Bye!